Pressekonferenz nach dieser Begegnung des sechsten Spieltags der dritten Liga zwischen unserem FC Kassel-Jena, der SG Sonnenhof, Groß-Asbach, Anstand 0:0 und gesehen haben, dass hier ganz angesprochen wird. 3.903 Zuschauer. Ich darf sehr herzlich die Trainer begrüßen, unseren Gästen aus Groß-Asbach, Sascha Hildmann, natürlich den Trainer unseres FCC, Marc Zimmermann, zu meiner Rechten. Und zunächst hat wie immer der beste Trainer das Wort, deswegen die Bitte, dass Sie das Spiel für uns als erstes einzuschätzen. Ja, zunächst mal muss ich jetzt mal tief durchatmen nach diesem sehr aufregenden Spiel. Es war ein sehr leidenschaftliches Spiel von beiden Mannschaften. Keiner wollte dieses Spiel verlieren, keiner wollte aber auch 0-0 spielen. Ich glaube, das hat man gemerkt, dass jeder nach vorne gespielt hat, dieses hohe Risiko gegangen ist. Und letztendlich muss man dann im Nachgang sagen, dass es für mich ein gerechtes Unentschieden war, weil Jena hatte große Chancen in Führung zu gehen, auch wir hatten große Chancen in Führung zu gehen. Haben sie nicht genutzt und letztendlich war es dann auch ein gerechtes Unentschieden. Ich habe es vorhin draußen schon gesagt, wir haben ganz viele junge Spieler auf dem Platz heute gehabt, die das erste Mal in der dritten Liga gespielt haben. Das freue ich mich sehr für die Jungs, die haben das gut gemacht. Und das sollten wir auch mal erwähnen, weil wir eine Ausbildungsmannschaft auch sind. Und deshalb freuen wir uns sehr darüber, dass die ihre ersten Schritte hier getan haben. Von Jena muss ich sagen, war ein guter Auftritt und hat uns sehr unter Druck gesetzt. Wir wollten das auch tun und letztendlich ist es ein gerechtes Unentschieden und wir sind nicht unzufrieden. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Zimmer. Also, wir haben es ja, was Sascha von draußen gesagt, ich bin auch genau bei ihm. Es ist so, dass ich natürlich darauf geschaut habe, dass wir eine klare Leistungssteigerung an den Tag legen nach unserem letzten Spiel. Das war definitiv der Fall. Wir haben besser verteidigt, wir haben eine gute Basis gehabt, haben wenig zugelassen aus dem Spiel heraus. Allerdings war Groß-Asbach immer gefährlich im Umschaltspiel. Das kannst du auch nicht 1-1 verteidigen, weil sie auch brutal schnelle Spieler vorne haben. Und allerdings haben wir wie in der Vergangenheit so viele Möglichkeiten in Halbzeit 1 und Halbzeit 2, die wir nicht nutzen. Und dann kann es halt immer passieren, dass einer hindurchrutscht, so wie halt kurz vor Ende. Dass man einfach uns diese Unerfahrenheit noch anmerkt, einfach spürt, wir wollen unbedingt das 1-0 machen und riskieren aber Kopf und Kragen in der letzten Aktion und dann dauert es gefühlt ein halbes Jahr, bis der Ball von der Mittellinie Richtung Tor läuft und dann am Pfosten vorbeigeht. Und da müssen wir draus lernen. Das sind die Erfahrungen, die wir einfach brauchen als Team. Und wir haben auch eine sehr junge Mannschaft, ja, gerade vorne die beiden, 19, 20, 21, auch mit Davutuma noch. Das sind diese Erfahrungen, die die Jungs einfach weiterbringen werden. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir den Ball mit aller Konsequenz noch über die Linie drücken. Dürfen uns aber auch nicht beschweren, wenn wir eins kriegen, kurz vor Schluss. Und von daher bin ich mit dem Auftritt meiner Mannschaft sehr zufrieden.